Ich habe mir überlegt, mit Ramona jetzt hier zu der Trödelhalle hinzufahren. Und hier soll sie nicht nur die Sachen verkaufen, sondern auch mal sehen, wie das richtig gemacht wird, damit sie halt für die Zukunft was mitnimmt. Das ist ja eine Trödelhalle. Das sind ja knallharte Trödler. Hm. Und ich weiß nicht, ob er Interesse daran hat an den Sachen, weil die sind wirklich nicht hochwertig. Aber ein Versuch, und damit du was lernst, ist es auf jeden Fall wert, hier reinzugehen und die Sachen versuchen zu verkaufen. Was hast du dir vorgestellt für den ganzen Haufen? Das ist ein Drittel von den Sachen, die du da draußen hast. Ja, und davon die weniger guten Sachen. Und alles durcheinander. 350 Euro. Dachte ich so. Die wirst du auf dem Flohmarkt auch nicht bekommen. Nee. Nee. Weil das sind überwiegend Bücher. Und das sind auch nicht mal hochwertige Bücher. 200. Kriegst du nicht. Komm, Ramona, guck mal hier rein. Komm. Ich darf ja nicht gucken. Guck mal hier, komm her. Diaprojektor. Die kriegst du auf dem Flohmarkt nicht verkauft. Das kauft keiner, das Zeug. Ja, wenigstens 150 Euro. Und für 100 Euro würdest du es nicht abgeben? Nee. Okay, pass auf. Sinn und Zweck der ganzen Aktion ist ja jetzt hier, dass du auch ein bisschen was aus der Sache lernst und auch mal siehst, wie das richtig funktioniert. Hm. Ich gehe da jetzt rein, oder wir beide gehen da rein, holen den Käufer raus oder die Trödelhändler. Und dann sollen die sich das mal angucken und dann versuchen wir den mal richtig, den ganzen Wagen hier komplett so, wie er ist, zu verkaufen. Was möchtest du für die Sachen haben? Ich mache dir einen Freundschaftspreis für diese Sachen, 300 Euro. Nicht nach unten gucken, ne? In die Augen gucken. Okay? Gut. So, und jetzt gehen wir da rein. Komm. Otto vom Trödeltrupp. Ach, der Scheimer. Hi. Ich habe angerufen. Ich habe den Wagen voller Trödel. Aha. Das würde ich euch ganz gerne mal zeigen. Kommt ihr mit raus? Dann kommen wir mit raus und schauen uns das mal an. Ja, na? Super. Okay. Zeig euch das mal. Versteckter Ramsch. Ja, mehr oder weniger. Ja, zieht euch ruhig die Kisten mal raus. Ich würde mal raus. Ja, müssen wir mal schauen, was das ist. Wir machen ja euch da bestimmt einen Freundschaftspreis, ne? Ramona? Ja, wenn ich die Chance habe, alles zusammen loszulegen. Guck mal, die Jungs, die sind da so nett. Dann siehst du, die Kiste haben wir auch mitgenommen. Das ist zwar schöner Kitsch, aber hier bei uns schlecht zu verkaufen, weil wir sind ja im Sachsenland und nicht. Und da habt ihr ein Meer und da gibt es viele Muscheln, oder wie? Im Sachsenland gibt es ja keine Muscheln. Das siehst du, kann man deshalb kann man ja hier gut verkaufen. Baddeko, na gut. Sie haben ja recht. Das sind nur viele schöne Stücke dabei, die auch eigentlich viel gebraucht waren, wie zum Beispiel. Das ist aber nichts Altes. Das sind Nussknacker alles und so. Da sind auch alte Sachen bei. Ja. Jetzt nicht überwiegend, aber vieles. Hätten wir das alles schön auf dem weißen Tisch ausbreiten müssen, ja, dann sieht es teuer aus, ne? Genau. Deshalb haben wir die Liege gemacht, mitgebracht. Ich habe mir gedacht, wir rollen jetzt eine weiße Tischdecke auf. Genau. Aus und dann legen wir die ganzen Sachen da drauf. Was haltet ihr davon? Oder dass wir uns hinlegen, wenn ihr einen Preis sagt. Das kann natürlich auch passieren. Das könnt ihr gerne machen, da brauchen wir noch eine zweite, ne? Gedanken drüber gemacht, was ihr dafür haben wollt. Offen auf die Leute zugehen, mit den Leuten sprechen und dann einen Preis gestalten und mit den Leuten so lange feilschen, bis ihr euch einig werdet. Ja, habe ich mir schon Gedanken drüber gemacht, wenn ich das alles zusammen loskriege. Würde ich einen Freundschaftspreis machen, so 300 Euro. Wenn man die Messingkiste anhebt, ist schon der Schrott wert so hoch. Und da sind ja wirklich schöne Stücke dabei. Ja, bist du nach meiner Sicht ein bisschen zu weit hinausgeschwommen. Jetzt haben wir dir ja unseren Preis genannt. Mhm. Also die Ramona hat dir gesagt, was wir dafür haben wollen. Jetzt sag mal, wo denn eure Schmerzgrenze? Ich tue mal kurz bei meinem Partner mal kurz in die Augen schauen. Ich will ja nicht gleich wieder der Böse sein. Wir machen mal, böse bin. Ich fange mal nicht mit der Hälfte an, wir machen es mal ein bisschen drüber. Wir machen mal 170, würden wir bezahlen. Hast du deine Herzmedikamente für mich dabei? Ich habe so ein Stechen in der linken Brust, Jungs. Ich brauche die Liege gleich selber. Noch ein Stück entgegenkommen. 250 für alles. Über 200 gehe ich nicht. Das mache ich nicht. Definitiv nicht. Ja, dann müssen wir die Sachen leider wieder einpacken. Ja, das ist mir. Schade drum, es war ein guter Versuch. Die Liege lasse ich dir. 210. 210. 210. Super. Okay für dich, Ramona? Okay. Ist das okay? Super. Ein fairer Preis für beide Seiten. Und eine weitere Verkaufsschulung gratis dazu. Schön, ich freue mich. Ist ein Großteil verkauft, ohne mühselig auf dem Flohmarkt zu stehen und das einzeln anpreisen zu müssen.
was nun mal meine Stärke ist. Aber vielleicht wird es ja noch. Ich helfe euch dann beim Reinbringen der Sachen. Und Ramona, weißt du, was du machen kannst? Setz dich doch schon mal in den Wagen und mach die Tür zu. Ja? Ich wollte doch aber noch gucken. Nee, nee, du brauchst nicht gucken. Setz dich mal schön rein. So, geht's? Ja, ich muss ziehen. Ziehen. Nicht, dass Otto Ramona einen Rundgang nicht gönnt, aber der Trödelprofi plant eine kleine Überraschung. So, und was ist das hier? Das ist die Staubsaugerfraktion hier, oder wie? Das wären jetzt, sag ich mal, wohl von Beräumungen her, welche Staubsauger stammen, aber wie weit jetzt die komplett sind. Naja, ich meine, die Familie hat ja keinen Staubsauger zu Hause. Und wenn ich schon mal hier bin und hier gibt's Gebrauchte, dann will ich denen einen schenken. Es muss ja kein neuer sein, Gebrauchter tut's ja auch, damit sie erstmal richtig sauber machen können. Super! Wo hast du noch mal, stell dich mal hin. Stell dich mal hin. Wo war dein Portemonnaie noch mal? Ach, das könnt ihr so mitnehmen, gerne. Echt? Ja, natürlich. Ja. Ja, Jungs, es ist für einen guten Zweck. Ah, guck mal, der Container, der ist ja schon richtig voll geworden. Ah. Ich will ja schon über. Von wegen, der reicht nicht. Ich guck da nicht hin. Machst du mir mal die Tür auf? Ich guck da gar nicht hin. Hallo zusammen. Hallo. Was ist das, Pause oder was? Ja, wir machen gerade eine 15. Weil der Container da ist fast voll. Ich hab schon gesehen. Und er sagt die Mama noch, der Container wird nicht voll. Wir brauchen noch einen. Nee, nee, nee. Ich hab da noch was für euch. Was denkt ihr, was da drin ist in dem Karton? Ich werde es euch zeigen. Schau mal hier. Staubsauger. Damit könnt ihr jetzt endlich mal eure Wohnung durchsaugen. 2000 Watt. Ich freue mich für meine Eltern, weil sie den vielleicht nicht so schnell kaputt kriegen. Da machen wir jetzt Folgendes. Packt noch den Trödel zusammen komplett, sucht noch die letzten Teile zusammen und dann sehen wir uns morgen in alter Frische auf dem Flohmarkt, okay? Okay. Alles klar? Dann ran an den Speck. Ciao. Wow, der Container ist ja richtig voll geworden. Da kann man mal sehen, wie viel Mist in den Kinderzimmern drin war. Und das lag mir so am Herzen, dass es den Kindern halt gut geht und dass die Zimmer wieder aufgeräumt werden. Ein bisschen Geld haben wir auch gemacht und wie viel das geworden ist, das werde ich der Familie jetzt verraten. Hallo? 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 Wo seid ihr? Ach, da habt ihr euch versteckt. Ja, sieht doch schon besser aus, oder? Ja, viel leerer, ne? Hat sich einiges getan. Aber das muss natürlich auch so bleiben, ne? Das heißt, nicht mehr vollstellen und nicht mehr einkaufen im Internet, mit der Hoffnung, dass du es wieder gut verkaufen kannst. Das werde ich mir schon merken. Dann, wenn wir schon mal einmal hier oben sind, möchte ich mir ganz gerne noch mal das Zimmer unten angucken. Dein Arbeitszimmer, wo du deine Sachen zwischengelagert hast, wie das jetzt aussieht. Doch, das muss ich mir angucken. Komm, lass uns mal runtergehen, eine Etage tiefer. Mit dem Zusammenbruch ihres Online-Shops hatte Ramona auch jeglichen Ordnungswillen verloren. Wie sieht das denn da aus? Boah! Ja, mein lieber Mann, da habt ihr aber fleißig Gas gegeben. Und wie groß das Zimmer ist, ne? Ja, hätte man vorher gar nicht gesehen. Okay, komm, wisst ihr was? Setzt euch einfach hin. Ist ja jetzt genug Platz, der Boden ist gefegt und sauber. Wollt ihr wissen, was wir an Geld eingenommen haben? Oder worauf wartet ihr? Ich muss euch vorher mal noch was sagen. Und zwar war das natürlich, ich war erst schockiert, als ich hier hingekommen bin. Und hättet ihr die Kinderzimmer nicht wieder so hergestellt, dass man da drin übernachten kann, hätte ich auch wirklich nicht weitergemacht. Das habt ihr aber gemacht. Ihr habt wieder zueinander gefunden. Die Familie hat zusammen an einem Strang gezogen. Dadurch haben wir einiges geschafft. Der Container ist rappelvoll. Da könnt ihr mal sehen, wie viel Zeugs hier noch drin stand. Das sind 12 Kubikmeter Müll. Aber es war ja natürlich nicht nur Müll. Wir haben ja auch ein paar Sachen gefunden, die man noch zu Geld machen konnte. Und die haben wir natürlich verkauft. Und die Verkäufer habe ich alle hier aufgeschrieben. Was denkt ihr denn, wie viel Geld wir eingenommen haben insgesamt? 500, 600 Euro. 500, 600 Euro? Ich schätze von 100 bis 500 Euro. Was denken die anderen, Ramona? Ich denke auch so wie mein Mann. 500, 600 Euro. Dann passt mal auf. Wir haben mit der Mama zusammen, sind wir zu einem Trödelhändler gefahren mit ein paar Kartons und haben die da versucht zu verkaufen.
Das hat nicht nur geklappt, das hat sogar sehr gut geklappt. Wir haben nämlich bekommen für die Sachen 210 Euro. Super! Und der Applaus, der muss eigentlich für die Mama sein, weil sie hat nämlich selbst sehr gut die Sachen angepriesen. Dann waren wir ja auf dem Flohmarkt und der war auch ganz toll. Und was denkt ihr denn, wer da gewonnen hat? Die große Kasse oder die kleine Kasse? Große. Die große Kasse. Aber soll ich euch mal was sagen, wer gewonnen hat? Richtig gewonnen haben die mit dem kleinen Stand. Die waren nämlich am fleißigsten. Das ist zwar nicht von dem Geld her, was ihr in der Kasse habt, aber wenn ich jetzt einen Fleißpreis vergeben müsste, dann hättet ihr den gewonnen. Und dafür, dass ihr Kinder seid, habt ihr richtig Gas gegeben und habt richtig gutes Geld eingenommen, nämlich 61 Euro. Oh. Jetzt haben wir noch die Elternkasse, ne? Elternkasse waren 360 Euro. Ganz gut geschätzt. Gut geschätzt. Ja, und insgesamt, bevor ihr es zusammenrechnet, 631 Euro. Wow. Wow. So, und jetzt möchte ich doch ganz gerne mal die Kinder bitten, sich eine Jacke anzuziehen und mal nach unten zu gehen und da auf mich zu warten. Ja? Lasst euch überraschen. Ich wollte mich von euch schon mal verabschieden und eine Sache vielleicht noch mit auf den Weg geben, dass du wirklich oder ihr beide dafür sorgt, dass das so bleibt, dass es den Kindern gut geht und lasst euch nicht mehr so hängen, dass das nicht nochmal so katastrophal endet. Jetzt sind die Kinder glücklich, ihr habt es ja gesehen, und wenn alle an einem Strang ziehen und der eine zieht den anderen wieder hoch, wenn er unten ist, dann klappt das auch. Ramona, mach's gut, ne? Danke für alles. Und denk an die Kinder. Seid gute Eltern. Ja. Bis dann. Und die Kinder bringe ich nachher wieder, ne? Tschüss. Es war schön, wie alle zusammen ein Ziel im Auge hatten mit dem Verkaufen und alle mitgezogen haben. Die fleißige Mitarbeit der Kinder soll belohnt werden. Otto lädt die ganze Schar zum Eisessen ein. Das war wirklich kein leichter Fall. Bevor ich hier den Trödel überhaupt zu Geld machen konnte, musste ich erstmal für das Wohl der Kinder sorgen. Das habe ich geschafft. Geld haben wir auch gemacht. Jetzt bin ich mit den Kindern Eis essen. Das haben die sich nämlich richtig verdient. Das werden wir jetzt noch genießen und danach geht's los zum nächsten Fall.